Ich freue mich, dass du mich mal besuchen kommst. Ich bin nach Berlin gezogen, um allein zu sein. Niemand kennt mich hier. Das ist unter den gegebenen Umständen der beste Zustand. Niemand will was von dir. Es kümmert niemanden wirklich, ob du da bist oder nicht. Für mich ist das sehr angenehm. Nein, einsam fühle ich mich nicht. Einsam würde ich mich fühlen, wenn ich laufend unter Menschen wäre, mit ihnen sozial interagieren würde. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich bisher immer gemacht habe. Ich bin ein Fremder. Und es ist nur folgerichtig, dass ich auch so lebe wie einer. Und dann glaube ich auch daran, dass man wahrhaftiges Glück nur finden kann, solange man allein ist. Nur dann ist man frei. Wer es nicht schafft, auch allein in seinem Zimmer glücklich zu sein, der wird nie wissen, was das wirklich ist. Echtes Glück. Es ist mir egal, was du studierst. Die Gesellschaft sagt den jungen Leuten, du bist nutz- und wertlos, wie du bist. Werde nützlich, studiere Jura oder BWL oder wenigstens Germanistik. Und dann wirst du einen Wert haben. Und anstatt dass die jungen Leute sagen, ihr habt sie doch nicht mehr, alle tun sie, wie man ihnen sagt. Letztendlich ist das ein Eingeständnis der eigenen Nutz- und Wertlosigkeit. Menschen, die in einem System funktionieren, sind mir suspekt. Treffen sich ein Thunfisch und ein Walfisch. Fragt der Walfisch, was soll ich tun, Fisch? Sagt der Thunfisch, du hast die Wahl, Fisch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Eva nicht gut für dich ist. Das war offensichtlich. Du hättest nie was mit ihr anfangen sollen. Aber das ist ja immer so, dass das niemand hören will. Ich bin dabei, einen Roman zu schreiben. Er heißt Die Nacht kennt kein Ufer. In die Nacht kennt kein Ufer geht es im Prinzip um alles. Es geht darum, dass ich die Welt jetzt seit 30 Jahren betrachte und eine Diskrepanz sehe. Daran, wie ich mir die Welt vorstellen kann. Und wie sie tatsächlich ist. Ich muss meine permanente Enttäuschung irgendwie loswerden. Mehr möchte ich nicht sagen zu meinem Buch. Du kannst es dann ja irgendwann mal lesen. Nein, Schriftsteller möchte ich nicht sein. Ich will nicht schreiben, um einen Beruf zu haben. Ein Einkommen oder einen Literaturpreis. Das sind keine Dinge, die ich mir für mich vorstellen kann. Einer, den ich kannte, hat mich mal eingeladen, an einem Open-Mic-Abend mitzumachen. Ich habe mich überreden lassen und habe einen Text geschrieben. Er war fast fertig. Ich kann ihn dir mal vorlesen. Hier ist er. Der Horizont lastet auf mir, sagte Annegret. Hast du auch nicht vergessen, deine Apokalypsen zu gießen, wollte ich daraufhin von ihr wissen. Sie blickte stumm auf die Straße vor uns. Ich startete den Motor. Das konnte ja eine heitere Reise werden. Die Nachbarin gießt alles und kümmert sich auch um den Pudel, solange wir weg sind. Erst nach 3 Minuten Fahrt, antwortete sie mir. Sie sagte dann noch, sie fühle sich bereits jetzt wie ein Schiff auf einem Ozean. Dann begann sie in Gedanken die Dinge durchzugehen, die wir mit uns genommen hatten. Angelzeug, Rasierschaum, Essiggurken und so weiter. Wir hatten hoffentlich nichts vergessen. Wir würden alles brauchen, da wo wir hin wollten. Es war ein unwirtlicher Ort, jenseits von Tal und Berg, unauffindbar verborgen hinter einem Birkenwald, in der Nähe eines Sees.
Nur wenige Menschen lebten dort. Ich kannte sie alle. Annegret war noch nie zuvor dort gewesen. Ich glaube, dass sie deshalb ein wenig nervös war. Sie blies ihren Kaugummi zu einer Blase auf und ließ ihn mit einem lauten Knall platzen. Die Zeit lag vor uns wie ein gewundener Strang aus Salzgebäck mit Bärlauchpesto. Man darf sich über Annegret nicht täuschen. Sie war durchtrieben wie ein Fuchs auf einem Wehrmachtsbunker. Es ist gut, dass sich jemand um den Pudel kümmert, sagte ich. Ja, das ist es. Der Hund hat eine tiefe Seele, erwiderte Annegret. Es war noch früh am Morgen. Die aufgehende Sonne warf erste Lichtstrahlen an die Häuserfassaden unserer Stadt. Die Straßen waren noch fast vollkommen leer, denn es war Sonntag. Annegret stellte das Radio an. Es kam ein alter Chanson über vergebene Liebesmüh im dritten Programm. Annegret und ich waren seit 4,5 Monaten ein Paar. Wir hatten uns im Karneval kennengelernt. Sie war damals als Doppelkeks mit Schokoladenfüllung verkleidet und ich ging als Putzfrau. Wir hatten uns in einer Kellerkneipe getroffen und sie erzählte mir gleich ganz euphorisch davon, wie sehr sie die Arbeit von Putzfrauen zu schätzen wisse. Ich erwiderte, dass ich Doppelkekse mit Schokoladenfüllung total super fände. Das fand sie lustig und weil ich etwas angetrunken war, fragte ich, ob ich sie anknabbern dürfe. Weil sie auch etwas angetrunken war, lachte sie und weil ich ihr Lachen mochte, lachte ich mit ihr. Es war ein dichtes Gedränge in dieser Kneipe und es war laut. Viele Gäste sangen fröhliche Lieder und schunkelten dazu von links nach rechts. Wir blieben bis in die frühen Morgenstunden und redeten über Rezepte für Kokosmakronen und dann über unsere ehemaligen Haustiere, insbesondere über ihr Meerschweinchen Tatjana, das gestorben sein muss, als sie noch zur Grundschule ging. Für einen Augenblick wurde sie ganz melancholisch und sentimental, aber dann kamen wir auf Heißluftballons zu sprechen. Ein Thema, das sie ganz glücklich machte. Ihr Vater hatte früher einmal einen eigenen Heißluftballon gehabt, groß und bunt, und in dem sei sie öfter mitgefahren. Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend, denn es war der Abend, an dem ich beschloss, dass es gut für mich wäre, eine Frau wie Annegret an meiner Seite zu haben. Ja, und so geht es dann noch weiter und weiter. Am Morgen vor dem Auftritt habe ich mir den Text nochmal durchgelesen. Mir wurde körperlich übel. Ich habe gedacht, warum hast du das geschrieben? Willst du dafür Applaus bekommen? Ich habe den Auftritt abgesagt. Ich habe mal einen Satz von Ionesco gelesen. Der lautete so: Seit ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mich immer wieder gefragt, ob sich die Mühe des Schreibens überhaupt lohne. Ja, sogar ob sich die Mühe lohne, irgendetwas zu tun. Mir geht's genauso. Letztendlich ist es am besten, man sagt gar nichts. Das denke ich. Weil ich fühle anders. Ich will etwas sagen. Eigentlich will ich schreien. Thank you.
hat hier in Friedenau immer das Gefühl, man muss leise sein, um die Toten nicht aufzuwecken. Ich habe im Moment noch 20.000 Euro. In 2 Jahren wird mir das Geld ausgehen. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll. Es gibt nichts auf der Welt, für das man Geld bekommt, dass es wert wäre, dass ich es tue. Ich diene nicht zu niemandem. Ich bin frei. Ich verdiene es, dass man mir dient. Zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort würde ich vielleicht auf dem Feld oder der Plantage arbeiten. Mich um das Vieh kümmern, im Bergwerk schuften, Steine klopfen. Wenn ich mich da weigern würde, dann würde mich wahrscheinlich auspeitschen oder verhungern lassen für meinen Ungehorsam. Das würde einigen gefallen, denke ich. Er hält sich für was Besseres. Diesen arroganten Sonderling, den lassen wir am ausgestreckten Arm verhungern. Es kann gut sein, dass ich in meinem Leben nur ein einziges Buch schreiben werde. Ich sehe den Sinn darin nicht, sich immer wieder neu zu äußern. Wenn ich einmal gesagt habe, was ich sagen will, dann muss ich das nicht noch einmal tun. Wenn ich darüber nachdenke, dann weiß ich, dass es ein lächerliches Unterfangen ist, einen Roman zu schreiben. Ich wünsche mir, dass das Abfassen eines Textes eine Tat ist, die über mein restliches Dasein hinausragt. So wie ein Selbstmord. Ein Roman zu schreiben ist gewissermaßen das Gegenteil eines Selbstmords. Ich fuhr neulich mit dem Zug. Draußen war Nacht. Und dann hielt der Zug auf freier Strecke und ich konnte eine einzige Straßenlaterne sehen. Da wurde mir klar, dass man die Dunkelheit, die einen umgibt, gar nicht wahrnimmt. Erst wenn man ein Licht sieht und an seinen Rändern erkennt, wie es schwächer und schwächer wird und endlich ganz verschwindet, erst dann versteht man, was das ist. Dunkelheit. Ich möchte mit meinem Roman so ein Licht sein. Aber nicht, um die Nacht zu verdrängen, sondern damit die Leute erkennen, dass es tiefe Nacht ist, in der sie leben. Ich weiß nicht, ob mein Roman jemals fertig wird. Aber ich weiß, dass die Romane meiner Zeitgenossen in 50 Jahren tot sein werden. Im Grunde genommen sind sie jetzt schon tot. Sie sind Totgeburten. Und mein Roman ist erst fertig, wenn ich weiß, dass ihn jemand in 50 Jahren aufschlagen und Trost daran finden kann. Jemand hat mal gesagt, ein gutes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen ist wie, wenn man die Atombombe entwickelt und sie abwirft und man natürlich mit 100.000 Opfern rechnet und lediglich ein Mensch über Kopfweh klagt. Man muss zwangsläufig von der Wirkung enttäuscht sein. Kunstwerke sind ein hervorragendes Mittel, um zu lernen, wie andere Menschen die Welt sehen, ohne dass man sich persönlich mit ihnen auseinandersetzen müsste. Man kann dabei auch sich selbst testen. Mir macht das Spaß. Das ist eine sehr kraftvolle Form der Kommunikation. Kunst hilft dabei, ein echtes Bewusstsein von der Welt als Ganzes zu gewinnen. Besonders die Spielarten des menschlichen Geistes versteht man besser. Man hat da einen gewissen Lerneffekt. Das kann zu Resignation in Bezug auf das Leben führen. Oder auch zu permanenter Desillusion, was die Mitmenschen angeht.
Diesen Impuls darf man nicht verdrängen, finde ich. Für die meisten Menschen ist Kunst das, was sie möglichst effektiv von ihrem grauen Alltag ablenkt. Dass diese Menschen in Gedanken Abenteuer und Thrills erleben und sie das glücklich macht. Das deutet doch darauf hin, dass das geistige Leben viel bedeutender ist als das materielle. Manchmal, wenn ich ein Kunstwerk rezipiere, fühle ich, dass es Menschen gibt, die eine ähnliche Erkenntnis von den Dingen der Welt besitzen wie ich. Am liebsten will ich mit dem Künstler einig sein. Ich will mein eigenes Menschsein in einem anderen und unter anderen Voraussetzungen wiederfinden. Es geht da um ein Gefühl der Erleichterung, das sich dann einstellt. Schon immer spüre ich, dass es eine Welt gibt, die für die meisten Menschen verschlossen ist, für die ich aber eine Eintrittskarte besitze. Vielleicht kann ich den Leuten wenigstens ein wenig davon erzählen, wie es dort ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das jemand hören will. Das würde sie doch nur verunsichern. Ich bin nicht etwas Besonderes, weil ich mich der Gesellschaft verweigere. Weil ich etwas Besonderes bin, kann ich gar nicht anders, als mich der Gesellschaft zu verweigern. Ich ziehe mich zurück in die süße Isolation meines imaginären Elfenbeinturms und spucke den Leuten, die vorbeigehen, auf den Kopf. Und jetzt sag nicht, sie hätten das nicht verdient. Ich leide auch darunter, dass ich fühle, dass ich etwas Kostbares bin. Ich weiß ja, dass ich vergehen werde und meine individuellen Vorzüge nur eine Laune der Natur sind, die ihnen selbst keine Wertschätzung beilegt. Man stelle sich einen Künstler vor, der ein Meisterwerk vollbringt und es gleich seinen misslungenen Werken doch vernichtet. Würden wir nicht sagen, dass er ein Idiot ist? Also, man nimmt ein kaltes Fischstäbchen, am besten direkt aus dem Gefrierfach, und dann teilt man das in zwei Hälften. Dann bestreicht man das Ganze mit Sambal Oleg. Kannst du richtig dick machen, das macht die Würze aus. Und dann kommen die Kekse ins Spiel. Zwei Stück davon. Und das Fischstäbchen dazwischen, so, fertig. Das gab es bei uns zu Hause früher fast jeden Tag. Ist lecker. Ich habe oft die Vorstellung, ich wäre ein König, der sich inkognito durch die Straßen bewegt. Ich beobachte die Menschen, wie sie grußlos an mir vorbeiströmen. Und weiß aber, wenn ich mich ihnen offenbaren würde, wenn ich rufen würde, seht her, ich bin euer König. Und ich würde meine Krone tragen, dann würden sich alle mir zuwenden. Sie würden vor mir niederknien und mich feiern. Diese Vorstellung stößt mich dann dermaßen ab, dass ich froh bin, dass es keine Könige mehr gibt. Jeder Mensch will geliebt werden für das, was er ist. Wie soll das funktionieren, wenn man das Gefühl hat, dass die anderen einen nicht verstehen? Ja, dass sie mich nie begreifen werden. Manchmal habe ich die Sehnsucht nach einer besseren Gesellschaft. Keine, in der die Leute nur noch Elektroautos fahren oder Gemüse essen, sondern eine, in der das denkende, schöpferische Individuum einen Wert hat. Einen idealistischen Wert, der viel höher steht als alles Geld. Das ist nur ein Tagtraum. Da saß neulich einer vor Primark und spielte Stairway to Heaven auf der Gitarre. Es war ein großer Moment.
Ich mag alte Kirchen. Sie sind Monumente für das metaphysische Bedürfnis des Menschen, für die Sehnsucht nach Transzendenz. Aber der religiöse Irrglaube ist ein Anachronismus. Neue Götzen treten auf, verlogenere und noch abstoßendere. Wenn man etwas bekommen hat, ohne etwas dafür zu geben, dann ist es eine natürliche Reaktion eines jeden Menschen mit moralischem Empfinden, sich dem Gegenüber, von dem man es erhalten hat, dankbar zu zeigen. Und so müsste eigentlich jedes Genie sagen, ich danke dir, Gott. Ich danke dir für meinen starken, reichen Geist. Und ich danke dir für das Glück, das ich dank ihm empfinde. Ein Genie, das diese Dankbarkeit niemals kannte, ist keines. Es existiert nicht. Aber ein echtes Genie wird trotzdem keinem Gott danken. Denn das Genie sieht seine Mitmenschen, wie sie leiden, wie arm im Geiste sie sind und in welch immerwährender Finsternis sie leben. Und es fühlt mit ihnen. Auch an sich selbst sieht es, wie ihm der Genuss seiner Existenz aus 100 Richtungen verleitet wird. Einem Gott, der das alles auch gemacht haben soll, dem ist nicht zu danken. Der ist anzuklagen. Und aus genau diesem Grund lebt das Genie in einer zwiespältigen Beziehung zu seinem Schöpfer. Ja, zu guter Letzt, bei ausreichender Kenntnis der Welt, kommt es immer zu dem Schluss, dass die Vorstellung eines Gottes vergiftet ist. Und es verwirft sie. Die menschliche Gemeinschaft benötigt ein spirituelles Fundament, um eine Zivilisation, eine echte Kultur zu sein. Ein solches Fundament haben wir heute nicht mehr. Die Religion hat ausgedient. Dieses Vakuum kann nur die Kunst füllen. Das ist wohl eine ihrer höchsten Aufgaben in unserer Zeit. Die Kirche der Kunst, in der ich eben noch gebetet habe, möchte ich im nächsten Moment niederreißen. Thank you.
Es gibt eine Art verdeckt faschistisches System, eine soziale Praxis. Man bestätigt sich gegenseitig, dass die Welt schön ist. Das soziale Miteinander funktioniert und jeder glücklich sein kann. Man bestärkt sich gegenseitig im Willen zu leben, selbst in seinen beklopptesten Ausformungen. Wer diesem Quatsch nicht mitmacht, der kann nichts werden in dieser Gesellschaft. Er ist dazu verdammt, eine Existenz am Rande zu fristen. Diese omnipräsente Ignoranz ist ein ernstes Problem. Sie verhindert, dass sich die Wahrheit durchsetzt und sorgt dafür, dass eine seltsame Heuchelei Grundvoraussetzung wird, um am gesellschaftlichen Spiel teilzuhaben. Wenn du ein Kind bist, lernst du, was die Menschen tun und sagen, und du denkst, so ist die Welt. Aber dann wirst du älter und du fühlst, dass unter dieser sozialen Praxis eine Wahrheit verborgen ist. Eine Wahrheit, die entsetzlich ist. Und deswegen ist die soziale Praxis notwendig. Man bestärkt sich dadurch, dass andere dasselbe denken, darin, dass man das Richtige denkt. Sogenannte negative Gedanken muss man bekämpfen. Man möchte sein positives Selbstbild stärken. Damit ist man dann gewappnet und kann jeder Widrigkeit des Lebens und jedem Funken Wahrhaftigkeit mit gefestigter Ignoranz entgegentreten. Wer in seiner Jugendzeit nicht ab und an an Selbstmord denkt, muss ziemlich dumm und unsensibel sein. Man lernt gerade, sich ein Bild von der Welt zu machen, in der man leben soll. Und dann sieht man, wie es um diese Welt bestellt ist. Wie erbärmlich sie ihrer ureigensten Natur nach immer wieder ist. Wer da nicht ab und an erschüttert ist, der ist doch ein Schwachkopf. Die Welt, sie ist ein dummer Ort. Und manchmal wollte ich fort von dort. Doch keiner hat mir mitgeteilt, wo man glücklicher verweilt. Und darum bleibe ich erstmal hier, bis ich die Geduld verliere. Das stand an einer Klotür. Thank you.
Ich möchte gerne eine Initiative gründen. Sie soll heißen Aristokratie des Geistes gegen die Pöbelarisierung der Lebenswelt. Ihr Ziel sollte es sein, einzutreten gegen primitive Emotionalisierungskampagnen und gleichgeschaltete Öffentlichkeitsreaktionen. Gegen die Verdrängung des niveauvollen Diskurses aus der Öffentlichkeit und für das freie denkende Subjekt. Wenn die anderen Menschen nicht wären, dann hätte ich ein viel positiveres Bild von der Menschheit. Emotionale und kognitive Insuffizienz sind die Volkskrankheit Nummer eins und der erste Grund für die Kulturlosigkeit der Gesellschaft. Die meisten Menschen denken meistens Dinge wie, ich hatte Vorfahrt, du Arschloch, oder habe ich den Herd angelassen? Über 90% der Bevölkerung leben in geistiger Armut. Bereits im Säuglingsalter lassen sich diese Mängel feststellen. Erwachsene Menschen verfügen über eine unterentwickelte Fantasie, die die hundertsten Abziehbilder von Serienmördern, Elfen und Trollen für originell hält. Sie sind nicht in der Lage, einen abstrakten Gedanken zu entwickeln und schon von der philosophischen Tiefe ihres Horoskops überfordert. Manchmal habe ich schon gedacht, es wäre doch förderlich im Sinne der Lebenstauglichkeit, wenn ich weniger Intellekt hätte. Ich werde bald 30. Ich merke in den letzten Jahren schon, dass mein Geist träger wird. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass mit zunehmendem Alter immer mehr Gehirnzellen absterben. Man verliert mit jedem Tag mehr seine Kraft. Vielleicht sage ich ja, wenn ich 47 bin, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich nun BWL studieren würde. Nicht nur geistige Freuden können die meisten Menschen nicht erleben. Auch geistiges Leiden ist für sie etwas, das sie eigentlich nicht verstehen. Wie man daran leiden kann, dass man nichts zu essen hat, das versteht jeder. Wie man aber daran leiden kann, dass man mit Gedanken die Welt nicht verändern kann, das verstehen sie nicht. Früher dachte ich, man müsse die Menschen aufrütteln, damit sie aufhören, so erbärmlich stumpfsinnig vor sich hinzuleben. Man muss ein Zeichen setzen, ein großartiges, leuchtendes, knallendes Signal geben, damit die Welt aus ihrem Lauf gerissen wird und die Möglichkeit einer anderen Welt aufscheint. Es war aber ein Irrtum. Eine grundsätzlich bessere Welt ist nicht möglich. Und instinktiv weiß das auch jeder. Man macht sich angesichts dieser Tatsache lächerlich mit seinem knallenden und leuchtenden Signal. Ja, so war das damals, als Dietrich Bonhoeffer mit seinem Song »Von guten Mächten wunderbar geborgen« bei DSDS gewonnen hat.
Wenn man findet, dass ein anderer Mensch ein falsches Leben führt, dieser Mensch ist einem nicht egal, dann sollte man seine Stimme erheben und ihm klar machen, was man von ihm denkt. Zumindest war das einmal meine Überzeugung. Dann habe ich allerdings erkannt, dass die Menschen ein grundsätzlich falsches Leben führen, weil es ihnen entspricht. Sie schauen stundenlang Fernsehen, die hohlsten Sendungen. Sie kommunizieren auf einem erschreckenden Niveau. Sie sind kulturlos und maßlos. Sie laufen den falschen Vorbildern und Idealen hinterher. Und das tun sie, weil sie dumm sind. Sie in ihrem Lebenswandel zu kritisieren, würde bedeuten, ihre Dummheit zu kritisieren. Und da fühlen sie sich zu Recht angegriffen und beleidigt. Denn für ihre Dummheit können sie ja nichts. Sie sind, wie sie sind. Jede pädagogische Anstrengung wäre vergebens. Man kann sie nicht ändern. Man kann allenfalls bestimmte Verhaltensweisen umprogrammieren, wie bei einem dressierten Hund. Das ist doch kein aus der Luft gegriffener Vorwurf. Und dann bürsten sie alles und jeden auf ihr stromlinienförmiges Durchschnittsprogramm. Und wenn nichts mehr übrig bleibt, was einem wehtut, und sie alle warm zugedeckt auf ihrem Sofa sitzen, sich von den Nachrichten einlullen lassen, dann ist der innere Zustand erreicht, den man als erwünschte Harmonie definiert. Man kann den Leuten ja nicht mehr unbedingt einen Vorwurf machen. Es ist eben ein menschliches Bedürfnis, sich in der Welt angenehm einzurichten. Und da scheuen die meisten eben den Widerspruch. Für sie ist ein unkonventioneller Gedanke etwas, das hilft, Versicherungen besser zu vermarkten oder die Verkaufszahlen von Butterkeksen zu steigern. Gut wäre, wenn mal jemand in die S-Bahn steigen würde und sagen würde: Hallo, ich bin der Bernhard. Er ist leider seit vielen Jahren voll beschäftigt, habe ein geregeltes Einkommen. Ich verteile das Trottelmagazin Der Bürodepp und ich wäre froh, wenn der ein oder andere von euch einen Euro oder wenigstens ein paar Cent abnehmen könnte. Thank you.
Jeder kann sehen, wie die Welt ist. Das ist alles sehr einfach zu kapieren, aber oft kaum zu ertragen. Darum schaffen sich die Menschen gegenseitig Illusionen. Die Illusion von Abenteuer, die Illusion von Liebe, die Illusion von Glück und so weiter und so fort. Wenn jemand desillusioniert ist, dann ist das für die Leute ja meistens ein schlechter Zustand. Und er muss dringend neue Illusionen gewinnen, um Lebenswillen zu erhalten. Sagt das nicht schon sehr viel aus über den Zustand dieser Leben? Ich bin ein Ich. Und zu Recht glaube ich, dass sich die Welt um mich dreht. Ich bin das Zentrum meiner Welt. Jeder Mensch ist das Zentrum einer Welt. Es gibt offenbar Menschen, die ihr ganzes Leben lang niemals ein starkes Gefühl davon entwickeln, ein Ich zu sein. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, das eigene Bewusstsein für das bedeutende Zentrum einer Welt zu halten. Und das mit Recht. Der Blinde wird nicht sehen. Und ein gewöhnlicher Mensch wird nie spüren, was es bedeutet, ein ganzes Universum zu besitzen und selbst zu erschaffen. So verstehen die Leute auch nicht, was es bedeutet, genial zu sein. Für die ist doch jemand ein genialer Visionär, der das iPhone erfindet oder sonst so einen Quatsch. Wenn sich die Menschheit in dem Tempo weiterentwickeln würde wie ihre Smartphones im letzten Jahrzehnt, dann bestünde eventuell noch Hoffnung. Dass wir nicht das Ideal des Weisen haben, ist ja auch leicht nachvollziehbar. Weisheit werden die wenigsten jemals erlangen. Man kann sie nicht kaufen und sie sieht auch nicht cool aus. Sie kann keine spektakulären Glücksversprechen anbieten. Klingt alles nicht besonders sexy. Und deshalb wird sich auch nichts ändern an der Art und Weise, wie die Menschen leben wollen. Allein, dass wir leben wollen, ist eine Torheit. Man könnte sagen, das ist der Grundirrtum. Aber der Wille zum Leben ist kein Produkt der Reflexion. Keine Frage der Erkenntnis. Er ist fester Bestandteil unseres Wesens. Meistens gewinne ich. 0-0. Ich fange an. Eins nur für mich. Freude kann man nur in dem Maße empfinden, in dem man auch Leid empfinden kann. Man will heute den Menschen beibringen, dass sie immerwährende Freude haben können. Und dass es ihre Pflicht ist, immerwährende Freude zu empfinden. Das führt zu diesem künstlichen Getue. Jeder versucht dem anderen zu zeigen, wie viel Freude er empfindet. Freude am Essen, Freude am Fahren, Freude am Kacken, Freude pur. Die ästhetischen Ideale einer solchen Gesellschaft sind natürlich ebenso verblödet. Wenn einmal doch Leid oder ein schweres Schicksal thematisiert wird, dann im Sinne eines Events. Man nimmt einen touristischen Blick dazu ein. Man sagt sich, ach, das ist ja interessant, was es nicht alles gibt, aufregend. Am Ende steht dann aber die Rückkehr in die sogenannte Normalität. Und keiner entwickelt ein realistisches Verhältnis zum Leid und damit auch zum Leben überhaupt. Tatsächlich ist es so, dass egal was wir tun, um die Welt und unser Leben darin zu verbessern, ganz egal was, dass also immer Probleme bleiben. Das sind Probleme, die damit zusammenhängen, wie wir sind. Wir sind schlichtweg unfähig, gemeinsam das glückliche Leben zu führen. Dieses glückliche Leben gibt es nicht. Das ist eine einfache Wahrheit.
Aber wenn man wirklich an sie glaubt und sie mit all ihren Konsequenzen akzeptiert, dann fängt es erst an, interessant zu werden. Weil man kann ja nicht aufhören, für sich selbst nach einem guten Leben zu streben. Indem man aber danach strebt und das Leben bejaht, sagt man konsequenterweise auch Ja zu Krieg, Krankheit, Gewalt, Unterdrückung und tausend Formen von Leid, die es immer gab und immer geben wird. Diesen Gedanken muss man erstmal aushalten. Wer kann das schon? So wie Schweine sich nicht unwohl fühlen, weil sie ein Schwein sind und sich benehmen wie ein Schwein, fühlen sich die meisten Menschen nicht unwohl, ein Mensch zu sein. Sie benehmen sich eben, wie sie sich benehmen. Wenn aber ein Mensch das Bewusstsein einer möglichen, besseren Existenz herausbildet, dann ist diese Welt etwas, das es für ihn zu überwinden gilt. Er steht ihr als Kontrahent gegenüber. Ich glaube, dass ich das bin. Ein Kontrahent der Welt. Jedes gelungene Kunstwerk ist ein Sieg der inneren Welt über die äußere. Der interessanteste Ort der Welt ist nicht auf dem Gipfel eines Felsenmassivs oder in den brausenden Wellen an einem schneeweißen Strand, sondern in der Seele eines reichen, schönen Geistes. Wenn ich bekannt wäre und das in einem Interview gesagt hätte, dann würden die Leute das noch in 100 Jahren auf ihren Internetprofilseiten zitieren, ohne es zu kapieren. Ich finde, man sollte sich nicht zu sehr an das klammern, was die Leute Realität nennen. Sie versuchen nur, ihre leere, trostlose, fantasie- und leidenschaftslose Welt zu verallgemeinern und dich darin einzusperren. Ich fühle nicht, was sie fühlen. Und ich will nicht, was sie wollen. Es ist ungerecht, mich zu ihnen zu zählen. Das hier kann ich dir auch noch vorlesen. Als der Junge geboren wurde, hielt die Welt den Atem an. Er sah mit wachen Augen um sich und als er sprechen konnte, gab er bekannt, dass er fliegen wolle. Hoch hinauf in den Himmel, hinaus aus der Welt. Die Leute lachten über ihn und erklärten ihm, dass das nicht möglich sei. Er begann zu üben. Er sprang, hob ab, landete aber stets umgehend wieder auf dem Boden. Die Leute lachten ihn aus. Das machte ihn wütend. Warum fliegt ihr denn immer noch nicht? Ihr seid schon seit Jahrzehnten hier und keiner von euch fliegt. Stattdessen lacht ihr über meine ersten Versuche. Er trainierte von nun an im Geheimen weiter und nach einiger Zeit gelang es ihm, sich einige Meter in die Höhe zu bugsieren. Als sein Vater das sah, sagte er zu ihm: Junge, du darfst die Bodenhaftung nicht verlieren. Was soll nur aus dir werden? Schließlich hatte er seine Flugfähigkeit so weit verbessert, dass er in einiger Höhe über die ganze Stadt gleiten konnte. Die Leute reckten ungläubig ihre Hälse und sahen ihm zu, wie er über Hausgiebel und Baumkronen schwebte. Dann schüttelten sie den Kopf und murmelten vor sich hin: Dieser Typ ist viel zu abgehoben. Als seine Mutter davon erfuhr, überkam sie große Angst. Was, wenn der Junge in die Hochspannungsleitung fliegt? Was letztendlich aus ihm geworden ist, das weiß niemand. Manche vermuten, er sei abgestürzt und der Aufprall hätte ihm sämtliche Knochen gebrochen und alle Organe zerquetscht. Andere vermuten, der Taugenicht sei hoch hinauf in den Himmel geflogen, hinaus aus der Welt. Man weiß es nicht.